und wir haben einen Field Reporter in der Trainingshalle und zu dem schalten wir jetzt mal rüber. Hallo Mülli, wie läuft's? Oh, sehr stark gespielt. Da muss ich mich kurz unterbrechen. Da stockt es mir den Atem nach dem schönen Camper-Anspiel von Philipp Weber auf Lukas Binder. Die kennen sich schon ein bisschen länger, die zwei Buben. Meine Fresse war das. Oh Gott. Uiuiui, der Mann, der kann was. Der ist nachher live hier im Studio. Philipp Weber und Lukas Binder werden uns nachher nochmal kurz besuchen. Gegen Jan. Aber vorher freuen wir uns auf Ralf Rangnick. Der Schlüssel am Ende auch beim Nachwuchs ist, wie bei den anderen Spielern auch, ist Mentalität. Mentalität ist der Schlüssel. Ich kann mich erinnern, dass mir vor 4 Jahren war der ehemalige Handball-Nationaltrainer Sigurdsson bei uns mal zu einem Vortrag. Mhm. Und der hat auch eine interessante Formel aufgestellt oder eine Gleichung aufgestellt. Angeborenes Talent plus erworbene Fähigkeiten mal Mentalität. Und das gilt natürlich mehr denn je. Überall, wahrscheinlich im Handball genauso. Also wir haben das lebende Beispiel von Mentalität, haben wir ja mit Lukas Binder, der mit uns in der 4. Liga mal losgelegt ist als 16-Jähriger und jetzt im 1. Liga-Kader immer noch einer von den wirklich absoluten Leistungsträgern ist, den das total auszeichnet. Weil Bindi so zufrieden ist und an die Vision von Europa glaubt, Bindi. Jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen. Hast du dich wozu entschieden? Nehmen uns bitte mit in deine Gedanken. Tada. Alle, die heute noch vom Fernseher ausharren und vom Microsoft Teams-Rechner, jetzt exklusiv die Weltneuheit. Bindi. Na, ich hoffe, dass noch ein paar zuhören. Doch. Wir haben 150 auf YouTube. Thorsten guckt schon weg, weil er es nicht glauben kann. Thorsten, er geht nicht nach Magdeburg, keine Angst. Nein. Es sind durchaus gute Neuigkeiten für mich und für Leipziger Fans. Ich habe vor wenigen Tagen erst von Carsten eine SMS bekommen. Wir hatten ein sehr gutes Gespräch und ich habe meinen eigentlich noch nächstes Jahr laufenden Vertrag jetzt schon vorzeitig verlängert bis 2025. Dankeschön. Ja, dann wäre Philipp Weber auch geblieben, hätte das gewusst. Gut, naja. Das ist dummes Timing. Der Fail geht an Geschäftsführer, muss ich auf meine Kappe nehmen. Bindi, ich freue mich wie Sau. Herzlichen Dank. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt an den Rechnern hier draußen. Das war unser digitaler Neujahrsauftakt hier live aus der Quarterback Immobilien Arena mit dem Finale Furioso.